Versteht ihr den Begriff Internet-Eier? Internet-Eier sind nämlich die Leute, die im Internet Eier haben, die so groß sind wie Bowlingkugeln. Steht man den Leuten aber gegenüber, sind die Eier kleiner als Rosinen. Also sehen sie aus wie Rosinen, sind aber kleiner. Also Mäuseeier. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge, die ein bisschen anders ist, und zwar ist das hier Minecraft Legend. Ja, Minecraft Legend kennen bestimmt die einigen von euch schon, oder viele von euch kennen Minecraft Legend schon mittlerweile. Ist ein Projekt von Gamers Time, unserem guten Freund, der da ein Mega-Projekt auf die Beine gestellt hat, meiner Meinung nach. Finde ich sehr nice, was er da gemacht hat, ne? Also wirklich top, wirklich top. Hat da wirklich toll hingekriegt. Oh, guck mal hier, hat sich jemand an meinen Tunnel angeschlossen, sehe ich gerade. Das ist das Haus, an dem ich dran vorbeigebaut habe, quasi einfach so mal kackend dreist. Da hat jemand da einfach mal seinen Tunnel dran gemacht. Kann er machen, gar kein Problem. Dafür habe ich den Tunnel ja gebaut. Ja, jetzt werden wir uns mal auf den Weg zu meinem kleinen Häuschen begeben. Und zwar, ja, in der Folge hier, die ich jetzt heute mache, das ist ja die erste Folge Minecraft Legend, die ich bringe, werde ich nicht großartig viel machen, sondern werde euch einfach nur zeigen, was ich gebaut habe bisher und so weiter und so fort. Ja, wie man sieht, hier wohne ich. Das war so ein Schild zum Abschrecken am Anfang von den Leuten. Aber ja, mittlerweile ist mein Haus gesaved, das heißt, da kann sowieso keiner mehr irgendwas machen, außer ich. Ich zeige euch mal kurz mein Haus von außen. Ja, es ist keine Kuppel geworden, es ist irgendwie ein bisschen spitz geworden, wie man leider schon da feststellen muss. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. So, jetzt zeige ich euch das Haus von oben. Also es hat eine Hauptkuppel, wie man sieht. Und rechts und links und dahinter eine kleine Kuppel, wo dann, da ist so Schlafzimmerbereich, da ist so Hobbybereich und da ist, da stehen meine Öfen und ein paar Kisten rum. Ja. Das ist noch alles nicht so weit, oder das ist alles noch nicht fertig. Das muss noch alles ein bisschen mehr designt werden, alles quasi, und schön gemacht werden. Ja, es ist halt erstmal gebaut und dann habe ich mich erstmal mit anderen Sachen beschäftigt, beziehungsweise habe ich mich auch schon Ewigkeiten gar nicht mehr in Legend eingeloggt gehabt. Aber ich habe, was ist hier los? Habe jetzt erfahren, dass am Samstag kommt wohl ein wirklich großes Update raus. Laut Gamers Time für Legend, da bin ich mal gespannt, da ist, irgendwie habe ich noch nicht genau mitbekommen, was da kommen soll. Ja, das ist mein Haus von innen, hier gibt es so eine kleine Brücke, das ist alles mal so dahin gezimmert quasi, jetzt geht es dann hier nach oben. Dann ist hier quasi so ein kleiner Wohnbereich, den ich mal hier hingebaut habe, da ist so ein kleiner Hobby-Bar-Bereich, also eine Bar. Habe ich mal so quasi dahin gemacht, habe hier so ein bisschen Boden reingemacht und ein bisschen so ein Muster rein, aber sonst habe ich oben eigentlich noch nichts gemacht. Hier neben hat der, ein Kollege von mir, hat hier neben das gebaut. Also der ist dafür verantwortlich, der hat das hier gebaut, ist so ein kleines Fischbecken. Einziges, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier noch so Bänke reingestellt. Ja, also eigentlich nur so ein kleiner Hobbybereich, damit in dem Raum überhaupt was drin ist. Sag ich mal, da hinten in den Schlafzimmer brauche ich eigentlich gar nicht gehen, weil da stehen nur zwei Betten drin und ein Teppich liegt vor dem Bett. Ja, ne, das war's, also mehr ist da nicht und eine Workbench steht noch drin. Kann ich euch mal einfach ganz kurz zeigen hier. Dann gibt es hier noch den Arbeitsbereich, nenne ich ihn jetzt einfach mal, wo ich dann hier meine Öfen stehen habe, wo hier die verschiedenen Materialien drin sind. Hier Stein und Sand und so eine Scheiße zum Beispiel. Ja, das soweit da. Und dann gibt es noch einen Kellerbezirk oder einen Kellerbereich. Der geht dann hier neben runter. Müsste ich mal noch ein bisschen verkleiden, der Aufgang. Sonst ist hier schon alles verkleidet und hier ist dann meine Essensfarm. Wie man sieht, und meine Kakteenfarm und meine Papierfarm. Hier dann nochmal so ein kleiner Bereich zum Sachencraften, wenn einem dann mal eine Pickaxe kaputt geht oder hier die Hake kaputt geht. Ja, hier sind noch ein paar Hühner, aber nur ein paar. Ja, aber wo wir jetzt gerade auch schon mal hier unten sind, werden wir auch einfach mal gerade hier die Felder neu bestücken. Ich hoffe, dass das Abbauen jetzt gar nicht so laut ist, weil ich kann das gar nicht einschätzen, wie laut das jetzt überhaupt gleich sein wird im Endeffekt. Weil ich nämlich heute das erste Mal mit
Fraps und Outer City aufnehme. Und ich hoffe, dass das soweit auch funktioniert alles. Ich muss aber ganz kurz hier reinklicken. Ja, das habe ich angeklickt. Okay. Ja, wie gesagt, zum ersten Mal mit Fraps in Kombination mit Outer City. Outer City ist nur für meine Stimme und Fraps ist dann für Bild und Sound vom Game verantwortlich. Da bin ich also gleich mal wirklich, wirklich drauf gespannt, wie die Qualität ist und vor allen Dingen wie laut und wie leise und etc. pp. Gleich alles sein wird. In der Hoffnung, dass ich natürlich nicht nochmal was aufnehmen muss oder eine Audiospur drüber synchronisieren muss oder sonst irgendwas. Hoffe ich einfach mal, dass das so schon akzeptabel ist. Deswegen wird das auch hier nur ein kleines Video, ein kleines Update-Video, nenne ich das jetzt einfach mal. Aus dem einfachen Grund, weil wenn es nämlich jetzt nicht klappt mit der Aufzeichnung, dann ist es nicht so schlimm, weil sonst müsste ich nämlich quasi das Gebaute wieder abreißen oder müsste dann halt irgendwie, ja, darüber ein Update-Video machen. Und dann dachte ich mir, ich benutze einfach mal hier die Folge dafür und werde ganz einfach mal hier in der Folge erzählen, was ich so bisher in Legend gemacht habe. Wollte mein Haus mal zeigen und wollte einfach mal testen, wie das Verhältnis zwischen Game-Lautstärke und Sprachlautstärke ist. Jo. Nein, du sollst keine Kartoffel essen, sollst du da. Wir essen mal schnell eine Kartoffel, damit der da aufhört, hier so rumzuspacken. So, machen wir gerade die Felder fix fertig. Wie gesagt, es ist ein bisschen langweiliges Video, ist ein kleines Update-Video nur, wo ich jetzt einfach mal gerade hier ein bisschen Lautstärkentests mache quasi. Zum Beispiel bin ich gleich mal gespannt, wie laut es war, die Felder hier abzubauen. Weil es ist ja eigentlich schon eine sehr starke Geräuschequelle, die Felder. So, machen wir gerade noch schnell die Möhren. Kakteen und Rohrzucker quasi kann erstmal stehen bleiben. Das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Das kann erstmal so bleiben. So, hier noch, hier noch, hier noch und da noch und hier und hier. Zack. So. Werde ich hier überall mal die Möhren wieder hinknallen. Da, 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 da. Und hier und da noch eine, da noch. So, weit so gut. Hier noch, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch, hier noch, hier noch, hier noch, da noch, da noch, hier noch, hier noch, hier noch, da noch, da noch. So, zack, fertig. So. Tun wir die Möhren gerade mal hier fix einräumen. Dann würde ich sagen, wir fliegen mal kurz noch beim Heiligtum vorbei. Beziehungsweise nicht fliegen, sondern schwimmen. Da wir ja in der Zandaren-Fraktion sind, können wir ja schön unter Wasser schwimmen und unter Wasser atmen. Zumindest in der eigenen Welt. In der Farmwelt geht das natürlich nicht. So, schwimmen wir mal darüber. Richtung Heiligtum. Da wurde schon Ewigkeiten nichts mehr dran gemacht. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Das Heiligtum wurde angefangen zu bauen. Dann wurde der Bauleiter quasi von dem Surfer hier gebannt. Weil er beleidigt hat irgendwie anscheinend. So habe ich es zumindest gehört. Ja, da dann der Architektleiter quasi gebannt wurde, hat keiner mehr weitergebaut, weil keiner wusste, wie ist es geplant. Etc. pp. Ja, und dann hat sich dann jetzt vor kurzem auch rausgestellt, dass den Leuten das eh nicht gefällt, was der Typ da gebaut hat und es eh total asozial aussieht und sieht scheiße aus und hast nicht gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Heiligtum von den Zandaren ist das mit Abstand beschissenste. Also tut mir echt leid, aber wenn ich das, ich habe gestern bei G-Time im Livestream gesehen, wie von den Zwergen oder von den Elfen das Heiligtum aussieht. Alter Falter, leck mich am Besen. Ja, das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was die Zandaren hier versuchen zu bauen oder bisher gebaut haben. Ja, davon mal abgesehen, sind bei uns in dem Volk auch noch richtige Kackarschgeigen am Werk, die vorhandene Sachen, wie, also man sieht, hier ist schon ordentlich Boden eigentlich entstanden und Wand und ist eigentlich wirklich schon viel passiert, ja. Das ist so der Aufgang gewesen zu dem Heiligtum. Oder das ist der Aufgang zu dem Heiligtum. Der Aufstieg, nenne ich ihn jetzt mal. Der war auch schon mal fertig, wurde aber von irgendwelchen Arschlöchern, die, weiß ich nicht, ein halbes Haar am Sack haben und noch bei der Mama Taschengeld kriegen, abgerissen. Ja, das heißt, der Weg, der ging halt so weiter bis hier oben hin, ging der rund. Und ja, irgendwer hat anscheinend nichts zu tun gehabt und hat es einfach kaputt gemacht und abgerissen. Zwischenzeitlich waren auch mal irgendwelche ganz, ganz coolen Leute am Start, die
uns quasi hier alle Truhen, also alle Truhen, die hier am Start waren, wurden geklaut. Es war das ganze Material von dem Heiligtum, alles weg. Also komplett, ne? Also es war nichts mehr da, aber das wurde zum Glück von den Mods oder beziehungsweise Supportern, wurde das wieder zurückgemacht, also wird zurückgebracht, das Zeug. So, das ist so ein Hauptgebäude, würde ich mal fast behaupten. Ich weiß überhaupt nicht, was das darstellen soll. Warum das mit Dirt so gebaut worden ist, weiß ich auch nicht. Da war wohl wieder irgendwer witzig, genauso wie da das Ding. Ja, hier sind mittlerweile schon überall Löcher in den Wänden und es sieht einfach nur scheiße aus. Und das Dach, das wird niemals fertiggestellt, meiner Meinung nach. Das ist schon seit 3 Wochen, ist das Dach auf dieser Position. Davon abgesehen ist die Kuppel sowieso total verkackt, ja, also... Ich will nicht sagen, dass ich eine gute Kuppel gebaut habe, aber das ist auch keine gute Kuppel. Dann ist hier so ein Thronsaal, ein Thronstuhl für den König der Zandaren, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war's. Mehr wurde nicht gebaut. So, aber ich sage jetzt mal, die Kuppel ist nicht rund aus folgendem Grund. Das kann ich nämlich dann euch gerade noch erläutern, bevor nämlich Leute sagen, so, oh, guck mal, was haben die denn da für eine Scheiße gebaut? Und zwar muss ich dafür jetzt erstmal hochschwimmen. Schwimmen. Beziehungsweise kann ich gar nicht hoch genug schwimmen, das ist schade, kann ich euch gar nicht genug zeigen. Und zwar ist es geplant, man sieht ja hier was, da was, also das ist nicht viel, da was, nein, jetzt schwimmen wir wieder nach da. Und da auf der Seite ist auch so eine Fläche. Und dann gibt es hier vorne auch noch was. So, und folgendermaßen, ich habe erfahren, das soll eine Schildkröte darstellen. Ja? Das ist der Schildkrötenkopf, das sind die Flossen, das ist eine Flosse, da hinten ist eine Flosse, da ist eine Flosse und das ist der Schildkrötenpanzer. Ja, muss natürlich auch erstmal einem gesagt werden, dass das so ist. Weil, auf selber wäre ich dann nie im Leben drauf gekommen, dass es eine Schildkröte sein soll. Trotzdem ist meiner Meinung nach, dass vielleicht der eine oder andere wird von G-Time den Stream gesehen haben gestern, die Projekte von den Elfen, beziehungsweise auch von den Zwergen, aber auch von den Menschen, Hammer. Also gar kein Vergleich zu dem hier. Hier das ist, wenn ich es in Schulklassen aufteilen würde, ist das, was wir hier gebaut haben, dritte Klasse Niveau. Und das, was alle anderen Fraktionen gebaut haben, also ich sag jetzt mal, Elfen 8. Klasse Niveau, Zwergen 7. Klassen und die Menschen 6. Klasse Niveau. Und da haben wir einfach einen mega Rückstand. Ja, naja gut, ist halt so. Ich will auch nicht sagen, dass ich es besser gemacht hätte. Definitiv nicht, ich bin kein begabter Bauer. Und auch kein begabter Vorbauer, nenne ich es jetzt mal, der sich was Gutes oder was Cooles ausdenkt. Gar keine Frage. Aber ich glaube, meiner Meinung nach hätte man das am Anfang mit diesem alten Architektleiter oder Bauleiter nicht überstürzen sollen. Ja, weg ist er und kein Schwein weiß mehr, was man machen soll. Und ja, jetzt stehen sie alle dumm da und wir werden vermutlich dann am 31.03. bis da, wo das Heiligtum fertig sein soll, eine fette Strafe kassieren dafür. Aber... so ist das halt, die Leute stehen da anscheinend drauf oder wie auch immer. Ich meine, wenn man mal vergleicht jetzt hier im Tab, bei den Menschen 12 weitere online, bei den Zwergen 18 weitere online, bei den Zandaren 6 weitere und bei den Elfen 18, ja. Die Zandaren ist mit Abstand das kleinste Volk, also mit einem riesengroßen Abstand sind die Zandaren das kleinste Volk. Alle anderen sind so richtig krass populär oder haben halt eine richtig hohe Bevölkerungszahl. Da sind auch immer sau viele Leute online. Da kommt auch viel mehr dieses Community-Verhalten raus oder dieses Community-Dasein, was bei den Zandaren halt einfach nicht entsteht, sondern hier gibt's von den wenigen Leuten, die halt dann nur noch da sind, Leute, die einem was kaputt machen müssen, Leute, die einem was klauen müssen. Ja, alles Leute, die halt keine Eier haben, ja. Oder nur Inter, warte mal, sie haben Internet-Eier. Versteht den Begriff Internet-Eier? Internet-Eier sind nämlich die Leute, die im Internet... Eier haben, diese groß sind wie Bowlingkugeln, steht man den Leuten aber gegenüber, sind die Eier kleiner als Rosinen. Also sehen sie aus wie Rosinen, sind aber kleiner. Also Mäuseeier. Kleiner als Mäuseeier dann. Also lächerliche Leute, ganz lächerliche Leute einfach. Ja. Gut, wie gesagt, das war nur ein kleines Testvideo und ein kleines Update-Video zu Minecraft Legend. Und ein kleines Testvideo meinerseits mit Traps und Outer City habe ich das Ganze aufgenommen. Ich hoffe, dass das auch alles jetzt gleich funktioniert, wenn ich das nachbearbeite. Und ja, würde mich bedanken, wenn ihr, oder ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch fürs Angucken schon mal. Wenn es euch gefällt, lasst einen Kommentar da, lasst ein Däumchen da, wie auch immer und so weiter. Teilt es fleißig. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.